Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick für Indizes und DAX. Mit dem Motto Geduld bringt Rosen und der Disclaimer, die YouTube-Filme sind rein didaktischer Natur. Es gibt bei Swiss Trader keinerlei Kaufs- und Verkaufsempfehlungen. Auch empfehlen wir keine Brokers, wir sind völlig unabhängig. Investiert sind wir in DAX, Dow Jones, US 500 und US Tech. Passen Sie auf, wenn Sie Trades nachtraden. Schauen Sie, welche Kontraktzahl wir haben. Es kann eben sein, dass, weil wir verteilte Einstiege haben, dass wir teilweise schon sehr früh in einen Trend einsteigen. Ja, jetzt da im, schauen wir mal das Bild an. Der DAX jetzt schon vorbörslich fast wieder ein Allzeithoch oder ein Allzeithoch, fast auf 16.300. Und hier unten sehen wir den Euro-Dollar, der ist abgesackt. Der DAX steigt, also das ist eine reine Währungssache. Das ist einfach gedrucktes Geld. Gelddrucken reduziert den Wert des Euros und das lässt natürlich dann die Aktienindizes in die Höhe schnallen. Das ist jetzt ziemlich krass. Also wir stehen wahrscheinlich im Euroraum vor einer Hyperinflation und leider sind auch wir in der Schweiz sicher davon auch betroffen. Die Banken sind ja so, oder die Zentralbanken sind so miteinander verknüpft, dass man da keiner entkommt dieser Hyperinflation. Dann schauen wir den DAX an, eben heute, ja, es ist wieder ein Allzeithoch, also wir haben jeden Tag ein neues Allzeithoch. Das heißt, beim Traden müssen wir auf Rücksetzer achten, wo wir einsteigen können. Gestern, da 16.190, das Minimum. Wir hatten gestern, wie angekündigt, schon einfach eine Range, ein kurzer Ausbruch darunter, dann wieder ein Anstieg zum nächsten Allzeithoch. Da alles Allzeithoch, 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 Allzeithoch. Also wir steigen kontinuierlich. Und ich denke, solange der Dollar nicht steigt, wird das weiter so sein. Der DAX wird sehr attraktiv. Wir haben da sogar ein Upgap von 80 Punkten. Beachten Sie das, ein Upgap von 80 Punkten. So Upgaps werden nicht immer sofort geschlossen, also oder gar nicht geschlossen. Aufgepasst. Da, heute ist da wirklich angesagt, dass man da auf Rücksetzer schaut und dann wieder long geht. Die Rücksetzer können da irgendwo in dieser Gegend sein. Bei 70, bei 60, bei 20 und bei 90, 190. Ja, dann schauen wir mal weiter, was machen die anderen Indizes. Und eben dieses Upgap, vielleicht zeichnen wir das ein. Bis 21. Oh, das ist ja massiv. Ja, bis hier unten. Da. Also nach 17.30 Uhr ist das Ding noch so hoch gestiegen, also dieser ganze Anstieg. Und da, ja, wenn man das denkt, konnte man gut an im Tech. Wo war der? Im US-Tech, der ist auch extrem angestiegen, natürlich auch Dow und Co.
Das ist einfach schlichtweg verrückt. Also wir können uns natürlich schon vorstellen, dass wir heute da wieder runtergehen und dann erst wieder long. Ist einfach eine heikle Kiste. Und schauen wir mal noch den US-30 an. Da 36.016, das ist nicht mal so hoch, schauen Sie mal das an. Da ist der Euro-Dollar natürlich nicht drin, da ist der Dollar drin, der extrem angestiegen ist natürlich, weil der Euro wahrscheinlich so gefallen ist. Also die EZB übertrifft die USA im Gelddrucken. Sehr gute Leistung, Frau Lagarde. Da sind wir auf 8,70. Oh, auch hier ein riesen Gap up. Zeichnen wir das ein. 8,70. Ja, da könnte, wenn das geschlossen wird, haben wir trotzdem da eine schöne Strecke. Wir sehen auch dieser Anstieg bei relativ geringem Volumen. Dieses Gap ist vielleicht also nicht so tragfähig, aber das natürlich hat das erst Gültigkeit heute um 3:30. Dann schauen wir weiter. Was ist mit dem US-Dollar-Index? Der ist jetzt leicht runtergekommen. Das ist halt die Komplexität. Wenn der US-Dollar-Index runterkommt, steigen normalerweise die Aktien, die US-Aktien. Aber der Euro-Dollar steigt auch. 60% des DXY ist Euro-Dollar. Und bei sinkendem Euro-Dollar wird DAX interessanter für Überseekunden. Aber die Korrelation zwischen DAX und US-Indizes ist natürlich auch stark. Das hat wahrscheinlich eben zur Folge, dass der DAX zeitweise sich gar nicht bewegt, weil er eigentlich durch diese Effekte, Währungseffekte und Intermarket-Korrelationen gedämpft wird. Die US-10 Years, da heißt auch wieder verminderte Inflationsangst. Gestern natürlich wieder die Reden der FOMC. Jedes Mal beruhigt das ungemein, aber meistens hält das nicht sehr lange an. Dieses Süßholzraspeln hält halt manchmal nicht lange an. Aber wir können wahrscheinlich heute schon damit rechnen, dass wir da, dass diese Blase, die auf relativ tönernen Füßen steht, wieder platzt. Gold, ja, jetzt wieder mehr oder weniger geradeaus. Leicht wieder am Sinken. Dann, was haben wir sonst noch? Nasdaq. Ja, Nasdaq muss ich mal ein bisschen noch oben nehmen, weil der Nasdaq manchmal sehr gut anzeigt, wenn eine Wende ist. Auch zum Beispiel für den DAX. Da die Wenden im Nasdaq sind ziemlich klar definiert. Wir haben hier 20:45 Uhr oder hier, ja, hier nicht so klar, 17:30 Uhr. Also da eine ziemlich klare Wende. 17:30 Uhr Börsenschluss Europa. Und schauen wir mal den DAX an. Der ist ja auch außerbörslich so extrem gestiegen. Das ist schon früher, schon ab 16 Uhr. Aber da, ja, es ist nicht ganz parallel. Der ist schon noch ein bisschen anders, aber ich denke, gut, ich muss das noch genau untersuchen, dass der Tech halt sehr schnell anspringt. Sobald irgendwas Bullisches da ist, da reagiert der Tech sehr, sehr schnell.
Gut, dann weiter schauen wir noch die China. UK 100 natürlich im unabhängigen System des Pfundes, ja, völlig gegenläufig zu DAX, weil das Pfund anscheinend, die Engländer drucken ein klein wenig weniger. Eigentlich, das ist eigentlich da der normale Verlauf der DAX. Der spinnt schon ein wenig. Wir sehen hier China. Hier fällt China unter die 13,35. China ist in meiner Definition natürlich jetzt eigentlich Short. Und der CSI 300, ja, der ist jetzt angestiegen. Aber der ist da auch unter dem langfristigen EMA. Das wäre der 13,55er. Gut, der 13,55er, den muss man in 1 Minuten anschauen. Ja, da ist er sogar leicht wieder im Plus. Also 13,55er, das ist der EMA 89 M1. 89 im M15. Ja, dann, was läuft mit Bitcoin? Schauen wir wieder die 15 Minuten an. Ja, langsam, aber sicher kommt Bitcoin runter. Ganz langsam. Dann Ethereum. Auch wieder parallel zu Bitcoin. Dann Silber kommt auch wieder leicht runter. Und was haben wir sonst noch? Ja, vielleicht das da. Ist das Euro-Schweizer Franken? Das zeigt, er ist extrem tief. Das heißt, der Euro ist nichts mehr wert. Das zeigt sich immer daran. Jetzt erholt sich aber da der Kurs wieder ein bisschen. Da sieht man eben die Gelddruckerei im Euro. Das ist Geld gedruckt. Und mal schauen, wie das rauskommt schlussendlich. Leider müssen da die alle zentral drückt einer, drückt die FED, da müssen alle drucken. Druckt Frau Lagarde, da müssen alle Zentralbanken drucken. Man kommt einfach, die Währungsdifferenzen wären da so riesig. Ja. Dann kommen wir nochmals zum DAX wegen. Was ist für eine Strategie heute anzuwenden? Also ich würde sagen, heute vornehmlich Long, Rücksetzer erwischen und aufsteigen und dazu vielleicht auch mal nicht nur Dow Jones und US 500, sondern auch Nasdaq Tech beachten. Es könnte durchaus sein, dass Tech sehr viel reaktiver ist als die restlichen Indizes. Tech macht auch immer sehr große Bewegungen, war auch schon massiv abgeschlagen. Ja, also Tech macht da, ist sehr empfindlich und allenfalls als Indikator zu brauchen. Ich müsste das dann auch hier zum Beispiel einbauen, wenn wir hier die DAX haben, dann nehmen wir hier mal Tech. Ein durchlaufender. Der bewegt sich jetzt fast nicht. Ja, wir sehen da, ist viel akzentuierter. Also ich muss jetzt aufpassen, das ist nicht genau der gleiche Maß, also schon 1 Minuten, aber nicht schön synchronisiert. Ich
Ist das nicht? Nein. Ja, aber wir sehen das jetzt schon. Da muss ich natürlich nach links scrollen. Ja, so, das dürfte ungefähr, nein, noch nicht. Nochmals ein bisschen verschieben. Ah nein, halt, das ist nur bis, das ist nicht durchgehend, aber ja, nicht ein Nasdaq, der durch der, ich muss den nehmen. Der durchlaufende natürlich. Ja, den muss ich natürlich hier raufnehmen, dass ich das habe. Ja, durchaus möglich, dass der Nasdaq hier als sozusagen Indikator verwendet werden kann. Wir haben hier 2:48 Uhr, also etwa Viertel vor drei. Ja, gut, das sehen wir hier parallel sehr gut. Da dieser Absetzer. Und ja, es könnte sein, dass Nasdaq da als Vergleichsindikator fast besser ist als die US-Indizes. Also ich speichere das mal. Ja, nehmen Sie den Half-Trend-Indikator. Und na, der zeigt auch recht gut. Den verwende ich jetzt in meinem Roboter nicht. Gut, ich werde jetzt dann bald mit dem Live-Trading starten. Bis später.